So, ihr seht schon wieder nur zu erfassendes Spiel. Das Problem hatten wir gestern auch schon. Dann habe ich ein bisschen random rumgedrückt und plötzlich hat es funktioniert. Also werden wir das heute jetzt auch mal machen. Na, komm schon, du schaffst es! Ja! Sehr gut, hat funktioniert. Puh, heute habe ich auch wieder meinen Holy am Start. Damit bleibe ich fit und wach und motiviert und nicht so wie gestern. Ich habe gestern einfach die letzte Viertelstunde wirklich so ein bisschen meinen Drive verloren. Ich hatte echt keinen Bock mehr. Okay. Fallout 2. Let's go. Wir gehen jetzt Genau. Wir gehen jetzt, ich glaube, in Moms Diner, wenn mich nicht alles täuscht. Da müsste unsere verschwundene Person sich aufhalten. Okay, da ist ein sehr betrunkener Mann mit einem Schild, auf dem steht, arbeite für Essen. Das ist, glaube ich, unser Gesuchter. Wie heißt er gleich nochmal? Karl, Kelvin, Kermit, Clemens? Hast du ein bisschen Kleingeld? Ich bin ein arbeitsloser Farmer. Was ist deine Geschichte? Als er anfängt, seine Geschichte zu erzählen, wird er plötzlich ziemlich schnell nüchtern. Ja, also, die Geschichte erfahren wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Nee, ich war mal ein aufrechter Bürger, bevor es so weit gekommen ist, wie es jetzt ist. Ich war ein friedlicher Farmer, der die Felder bestellt hat und hart gearbeitet hat, so wie jeder andere Mann. Aber dann sind sie plötzlich gekommen. Nachts. Alle glühend. Mit durchsichtiger, weißer Haut. Sie haben mir einen Riesenschreck eingejagt. Nacht für Nacht sind sie gekommen und haben meine Getreide gestohlen und mein Vieh gleichermaßen. Ich konnte nichts tun, um sie aufzuhalten. Ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Warum hast du nicht nach Hilfe gefragt? Ich sag dir, das habe ich. Aber niemand hat mir geglaubt. Sie dachten, ich wäre verrückt. Letztendlich bin ich dann hierher gekommen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich bin einfach auf und davon. Und hier bin ich jetzt. Karl hieß er. Karl fängt an, unkontrolliert zu weinen. Wir lassen ihn alleine. Nee, wir lassen ihn nicht alleine. Was soll denn das jetzt? Ich muss mit dem reden. Der ist wichtig für unsere Quest. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Okay, warte. Ich gehe mal. Oder wisst ihr was? Lassen wir ihn mal ein bisschen weinen. Vielleicht muss er jetzt erstmal ein bisschen sich ausheulen. Wir können vielleicht eben mal warten, bis das ganze Team... Oder, ja, warte mal. Ach, wir sind alle geheilt? Nur keine Ahnung. Dann warten wir mal bis zum nächsten Morgen. Vielleicht hat er sich dann beruhigt. Nee, er weint immer noch. Na gut, dann verlasse ich jetzt mal das Gebiet und komme zurück, weil wir brauchen den eigentlich. Weil das ist der, der von der Geisterfahne abgehauen ist. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass er das war. Karl, ja, Karl hieß er, glaube ich, auch. Müsste eigentlich schon passen. Oh ja, und die Geschichte, die er erzählt hat, passt eigentlich auch zu gut, ne? Das kann kein Zufall sein. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir jetzt nicht mehr mit ihm reden dürfen. Weil ich glaube, erst wenn wir die Quest gemacht haben, dann können wir die mit dem verschwundenen Billy noch machen. Da haben wir nämlich, glaube ich, nicht genug Charisma oder Perception oder irgendwas. Sonst wird die Quest schon früher gestartet. Genau, ich habe mir jetzt nochmal den Wert angeguckt wegen Begleiter, weil ich wissen wollte, wie viel wir mitnehmen können. Und wir können, also die Formel für Begleiter ist einfach nur Charisma durch 2. Super easy. Das heißt, wenn wir 6 Charisma haben, können wir logischerweise 3 Begleiter mitnehmen. Bei 10 Charisma ist 5 das absolute Maximum. Wir können unser Charisma
erhöhen. Und ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Drogen nehmen, die unser Charisma kurzzeitig steigern, können wir auch mehr Begleiter mitnehmen und die bleiben dann bei uns. Wisst ihr, auch wenn unser Wert dann von 8 wieder auf 7 fällt. Also ich glaube, wir schaffen es, dass wir zumindest 4 Leute mitnehmen können, easy. Aber 5 weiß ich nicht, ob wir den so hoch kriegen. Ich glaube nicht. Aber gut, jetzt gehe ich mal raus und gehe mal ganz kurz so hüt, weg und wieder hin. 3 Monate hat der gesagt, ne? 3 Monate warten die, bevor die Geisterfarm angreifen. Wenn er jetzt nicht reden will, gehe ich mal zurück und berichte den mal von Karl, dass ich ihn gefunden habe. Ja, nee, der weint immer noch. Hey, Ingrita, klar, stell die Frage einfach. Du musst nicht fragen, ob du fragen darfst. Du hast damit schon 1 von 3 Fragen verbraucht. Das war deine, jeder hat 3 Fragen, das war deine erste. Ich bin ein Wissensgenie. Ich bin sowas wie Wikipedia mit Paywall. 3 Fragen sind kostenlos. Oh oh, was passiert? Oh oh, ich glaube, wir gehen lieber. Oh, das ist eine große Gruppe. Wir hauen sowas von ab. Ja, da kommt wieder der Troll-Scam. Shit. Den hatten wir schon mal. Die Frage ist leider unzulässig. Damit hast du die restlichen 2 Fragen verloren. Tut mir leid. Es gibt ein Special Level Up, mit dem man extra Begleiter mitnehmen kann. Ah, okay, okay. Mhm. Moment. So. Weiter geht's. Hauen wir ab hier. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob wir in Mordok eine neue Dialogoption haben, weil wir Karl gefunden haben. Oh Gott, gegen so viel goldene Geckos kämpfen wir auch nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Die werden uns zermampfen. Wie sonst noch was. Wenn es normale Geckos wären, ich glaube, ich würde trotzdem weglaufen. Aber goldene schon gleich gar nicht. Selbst Zulik läuft weg. Recht hat er. Ah, nichts wie weg hier. So, fast geschafft. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Wie lange dauert denn die Reise von Mordok rüber? Wahrscheinlich nicht so lange. Nee, so lange dauert die nicht. Alles gut. Ach, hier kämpfen Brahmin gegen Mantis. Da könnten wir uns einmischen. Ich glaube, das schaffen wir. Die Mantis schaffen wir, glaube ich, oder? Die Brahmin können wir verteidigen und dann kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte. Fallout 2 ist das. Wir brauchen dringend einen Arzt, fällt mir gerade ein. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass sowohl Vic als auch ich irgendwie gebrochene Arme haben. Schade. Vic wäre aktuell eh noch nutzlos, da verlieren wir jetzt nicht viel. Ich finde es lustig, dass Brahmin so offensiv sind, ne? Ich meine, sind halt doch Ödland-Kreaturen. Die lassen sich da nichts gefallen. Wenn da so ein Rudel Mantis kommt auf die Jagd, dann sagen die, Mu, sage ich. Dann gibt's aufs Maul. Jawoll! Ich kann mir vorstellen, dass so Mantis echt eine schwere Zeit haben, Brahmin zu jagen. Ich meine, guck dir die riesen Dinger an.
Aber die können schon ganz schön Schaden machen, muss man auch sagen. Hi, Lecky. Und hallo alle. Ich habe heute gar nicht alle namentlich begrüßt, wie ich sonst immer mache, ne? Aber ihr wisst ja, dass ihr gemein seid, wenn ich Hallo sag. Zu wem soll ich auch sonst Hallo sagen? Ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, die sind, weißt du, so Mentes sind schnell und wendig. Die klettern wahrscheinlich auf die Brahmen drauf und so. Und wenn die mal auf dem Rücken sind, ist es wahrscheinlich schwierig, die wieder loszuwerden. Die sind wie... Oh nein! Ein Brahmen ist tot! Die sind wie Honigdachse wahrscheinlich. Einfach so wilde, kleine... Und auch so ein Rudel. Oh, ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock auf so ein großes Rudel aggressiver Insekten. Stellt euch das mal vor. Die sind ja wie ein Wespenschwarm, nur in groß. Oh nee, das ist sehr unangenehm. Je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger hätte ich Bock, gegen sowas zu kämpfen. Ich glaube nur an die heiligen Tentakel der Tiefe. So. Sei froh, dass es keine Cazador oder Todeskrallen sind. Cazador wirklich eigentlich noch krasser als Todeskrallen, oder? Cazador sind die schlimmsten Gegner in ganz Fallout. In allen Teilen. Aber vielleicht auch nur, weil man die immer ein bisschen unterschätzt, ne? Bei Todeskrallen weiß man, worauf man sich einlässt. Bei Cazador denkt man sich, oh ja, so Fliegen, mein Gott, ne? Pff. Und dann sind das irgendwie die unglaublich nervigsten, heftigsten Viecher überhaupt. Aber ich meine Insekten. Darf man halt nicht unterschätzen. Ich meine, es ist in Wirklichkeit nicht möglich, dass Insekten so groß werden wie Cazador, weil die keine aktive Atmung haben. Moment, sind jetzt schon wieder die Brahmen böse? Ach nee, da lebt noch einer. Die meisten oder in Gliedertiere allgemein haben in der Regel eine passive Atmung. Das heißt, dass einfach Sauerstoff in deren Hinterleib reinströmt, in die Tracheen, die sogenannten. Und dann auch einfach wieder... rausströmt und so, ne, werden die mit Sauerstoff versorgt. Alles easy. Funktioniert aber nur, wenn man ziemlich, ziemlich klein ist. Und wenn Insekten zu groß werden, dann klappt das nicht mehr, dass ihr Körper mit Sauerstoff versorgt wird. Haben wir nochmal Glück gehabt im Real Life, ne? Aber theoretisch, wenn Insekten so groß werden könnten und man dann auch die Dicke vom Chitinpanzer auf die Größe rechnet, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die ziemlich kugelsicher tatsächlich werden und ziemlich tough. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Rieseninsekten tatsächlich extrem gefährlich wären. Genau, natürlich. Das weiß man ja auch so. Zu Urzeiten gab es ja tatsächlich relativ große Insekten, so Riesenlibellen und so Stuff. Und da war halt einfach die Atmosphäre sehr viel sauerstoffreicher. Dann geht das. Ein Cazador ist ein Gegner aus Fallout New Vegas. Die sind legendär schlimm. Legendär krasse Gegner einfach. Die sind super schnell, super wendig und machen brutal viel Schaden. Ne, du siehst die aus der Entfernung und versuchst irgendwie die wegzuschießen, aber bevor du überhaupt irgendwie zwei Schuss abfeuern oder nachladen kannst oder so, sind die schon direkt in deinem Gesicht und stechen dich tot. Die sind einfach so krass. Also es ist ganz offiziell, also zumindest wenn man nach der Fallout Bible geht. Ich glaube, es war die Fallout Bible, vielleicht war es auch nur ein altes Interview. Na, jetzt, wo die Rechte bei Bethesda sind, muss man die Aussagen von vorherigen Entwicklungsteams immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn es um die Lore geht. Aber bis jetzt ist es ganz offiziell bestätigt, dass im Fallout-Universum andere physikalische Gesetze gelten als in unserem. Zum Beispiel funktioniert Radioaktivität eben anders als bei uns. Und insofern, ne, kann man alles erklären. Wenn es irgendwie heißt, okay, aber wie können denn die Rieseninsekten überhaupt überleben? Dann sagt man, naja, im Fallout-Universum, ne? Wer weiß, wie da Sauerstoff funktioniert? Wer weiß, wie überhaupt irgendwas funktioniert? Ganz anderes Universum. Okay, ja, ich habe wirklich eine Dialogoption, sehr gut. Da ist ein Betrunkener in The Den, der Karls Beschreibung perfekt passt. Und er sagt, dass er auf einer Farm gearbeitet hat.
Okay, er ist offensichtlich schockiert, unser Händler. The Den? Ich schätze, wir waren ein bisschen gemein zu ihm. Ich kann mir vorstellen, er hat auf der Geisterfarm einiges durchgemacht und niemand hat ihn geglaubt. Du sagst, er ist jetzt ein Alkoholiker in The Den? Wenn du ihm bitte die Nachricht von mir bringen könntest, damit er nach Hause kommt, das wäre sehr, sehr nett. Okay, redest du jetzt mit dem Anführer von den Slags? Ja, ich glaube, die Slags und die Leute von Modok werden zu irgendeiner Art von Agreement kommen. Sagt's mir. Übereinkunft, von der alle profitieren. Danke, dass du die Menschen von Modok gerettet hast. Ja, super. Und jetzt kommen wir aber zu meiner Belohnung, Digi. Du hast gesagt, du weißt was vom Geek. Ich will jetzt mal hier spill the beans und so. Okay, er agiert ein bisschen verschämt. Verschämt? Ich glaube, das ist ein richtiges Wort. Ja, also, weißt du, ich weiß eigentlich überhaupt nichts über irgend so ein holiges Geek-Ding, von dem du da geredet hast. Du musst das echt verstehen. Ich war verzweifelt. Aber ich weiß von einem Ort, der Gecko heißt. Es ist irgendwie östlich von hier irgendwo. Wenn ich wetten würde, würde ich behaupten, dass Gizmo... Nee. Ich wollte gerade sagen, Gizmo ist tot. Was? Gizmo Teil voller 2? Habt ihr gesehen, wie mein Hirn gearbeitet hat, gerade in der Pause? Nee, warte mal. Okay, ich hab's falsch gelesen. Ich würde wetten, dass dein kleines Geek-Gizmo-Gerätchen irgendwo dort sein könnte. Ich wünschte, ich könnte dir mehr geben, aber wir sind immer noch eine sehr arme Community und das ist alles, was ich dir anbieten kann. Ich kann dir nur meine Güter zum Einkaufspreis anbieten. Es wäre mir eine Ehre. I'd be honored to help keep you stocked up. Genau, es wäre mir eine Ehre, wenn ich dich auf deiner Reise immer mit Waren beliefern könnte, wenn ich das habe, was dir weiterhilft. Und ich bin mir sicher, die anderen Bewohner hier werden genauso dankbar sein wie ich, wenn du sie fragst. Danke dir, du hast uns alle gerettet. Tschüss. So. Man kann sogar den Rauch sehen, der aus meinem Kopf kommt. Ja, das war gerade so, da war gerade so ein Stock in meinen Zahnrädern. So, Moment. Gizmo? Voller 2? Ach so, ja, genau. Nee. Gizmo heißt ja nur Klimbims Utensil. Ihr wisst schon. Yay, Level Up! Genau, als Belohnung darfst du für meinen Profit sorgen. So ist es. Oh Mann, ey. Ja, ich freue mich schon auf New Vegas. Muss ich schon sagen. Ich freue mich schon auf New Vegas. Ich bin halt echt nicht so der Fallout 3-Fan. Da gibt es auch ein paar coole Quests, coole Locations, auf die freue ich mich. Aber Fallout 3 ist einfach nicht mein Lieblings-Fallout. Aber auf New Vegas freue ich mich dann wieder sehr stark. Und für Fallout 4 überlege ich mir was. Ich habe so viel Fallout 4 gespielt, dass ich immer noch ein bisschen Fallout 4 übersättigt bin. Ich glaube, wenn wir das spielen, werde ich das ein bisschen modden. Ich will es nicht zu sehr modden, weil ich will ja schon hier in meiner Reihe aller Fallout-Spiele so ein bisschen, ne, die Essenz der Spiele beibehalten. Es soll ja wirklich so eine Reise durch alle Fallout-Spiele sein. Aber so wie ich Fallout 2 jetzt auch mit dem Restoration Pack so ein bisschen erweitert habe, so werden wir, glaube ich, Fallout 4 auch erweitern, damit es auch für mich und für euch ein bisschen frisch ist. Und bei Fallout 3 könnten wir auch mal gucken, oder? Naja, okay, jetzt gucken wir mal, welchen Bonus wir uns holen. Adrenalin Rush. Bonus Move. Für jedes Level diesen Bonus 2 kostenlose AP, aber nur für Movement. Ja, okay. Healing. Here and Now. Kamasutra.
Ah, hier, genau. You get plus 1 extra Slot in your Companion Limit. Ah, aber man kann trotzdem nicht mehr als 5 haben. Das wäre theoretisch, das könnten wir theoretisch einmal nehmen, weil ich glaube, wir dürften unser Charisma zumindest vorübergehend relativ leicht auf 8 boosten können im Spielverlauf. Dann können wir eh 4 mitnehmen. Plus einmal Magnetic Personality hätten wir ein volles Team, ne? Könnte man machen. Könnte man machen. More Criticals plus 5% Crit Chance ist natürlich schon auch nicht schlecht. Snake Eater. Werden wir dann zu Punished Snake, zu Big Boss Snake? Ihr wisst schon, was ich meine. Wie heißt denn Snake in Metal Gear Solid 3? Wir haben doch hier Metal Gear Fans. Wie heißt... Poison. Poison ist Snake, oder? Heißt er nicht so irgendwie? In Metal Gear Solid 3? Naked Snake. Ah ja, okay. Das war's. Dankeschön. Naked war's. Ja, ich glaube fast, wir nehmen entweder More Criticals oder Magnetic Personality. Magnetic Personality brauchen wir ehrlich gesagt jetzt noch nicht. Aber ich nehme es trotzdem jetzt schon, sonst vergessen wir es. Dann! Und die 30 Punkte hier hebe ich mir erstmal auf. Sneak können wir vielleicht doch noch brauchen. Und zwar, damit wir relativ früh eine schwere Waffe bekommen. Aber Lockpick können wir halt nicht, ne? Sneak ohne Lockpick macht einfach wirklich keinen Sinn. Egal. Wir werden schon was finden. So, jetzt gib mir mal deine Waren gefälligst. Super billig, hoffe ich doch mal. Oh, guck mal, er hat aber neue Sachen im Angebot. Ein Hunting Rifle hatte der vorher nicht. 2000! Du willst... Was? Warum will der 2500? Ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte, ich habe dein Leben gerettet. Guck dir mal die Preise an. 400 für ein Stimpack. Das ist Einkaufspreis bei dir. Du lässt dich ganz schön über den Tisch ziehen. Wie viel hätten das vorher gekostet? Willst du mich eigentlich verarschen? Will der mich eigentlich echt verarschen? Also wirklich. Ja, bis später. Halsabschneider. Okay. Reden wir mal mit den anderen. Wir könnten, eigentlich gäbe es hier in Modok so viel zu tun, aber ich glaube, unser Charakter da wirklich so ziemlich durchschnittlich geworden ist, hat einfach die Stats nicht für viele. Moment mal. Ich habe wahrscheinlich nicht bestätigt, oder? So. Hat einfach die Stats nicht. Ich glaube, wir brauchten irgendwie mehr Perception oder mehr Charisma für ganz viele Quests. Zeig mir mal deine Waren. So eine Lederrüstung wäre schon geil, ne? 1500. Wie viel kostet die normale Lederrüstung? 500. Wir könnten Wick wenigstens mal so eine Rüstung besorgen, oder? Das wäre mal... Der braucht auch dringend noch Waffen. Ich verkaufe jetzt mal... Nee, wir müssen noch mindestens... wir müssen noch mindestens einmal in die Toxic Caves. Deswegen behalte ich mal die Gummistiefel noch. Aber ich glaube, ich verkaufe den Spitzenspeer. Immerhin 100 ist der wert. Die Munition behalte ich mal. Kann man immer brauchen. Red Away lieber auch. Hier, Wurzelzeugs. Ach, das ist ja wirklich gar nichts wert. Tragic the Gathering behalten wir mal. Eine Schaufel auch. Und die Dinger sind, glaube ich, leider gar nichts wert, ne? Nee, wirklich gar nichts. Nee, tut mir leid, Wick. Noch nicht. Das Geld ist noch zu wertvoll. Ich mag das so gern an den alten Fallout-Teilen, dass gerade am Anfang es so schwer ist, mächtig zu werden und gutes Equipment zu finden für sich und auch für die Begleiter, weil alles dadurch so wertvoll ist. Und ich kann verstehen, dass wenn man die Spiele nicht kennt, dass das leider am Anfang sehr abschreckend ist, weil man teilweise, wenn man so einen Charakter wie ich hat, stundenlang ein kompletter Versager ist. Aber umso geiler ist es halt dann, wenn man mächtig wird. Aber so weit muss man halt spielen und da muss man sich halt durchbeißen. Und ich kann verstehen, dass viele die Spiele von klein auf, oder was heißt von klein auf, aber damals halt nicht gekannt haben,
Das ist schwer, es heutzutage sich da drauf einzulassen, weil man ist einfach andere Motivationsmechaniken gewöhnt, ne? Haben wir schon mit nee, warte mal, das ist nicht Balthasar. Da ist eine kranke Kuh. Bess. Muh, die arme Bess ist verletzt. Mal schauen, ob ich was tun kann mit meinem nicht so guten Arzt-Skill. Okay, Bess hat ein gebrochenes Bein, aber ich kann es nicht heilen. Erste Hilfe? Ja, wenn ich ein besserer Arzt wäre, ich würde auch mich gern heilen. Dammit, ich will Brahmins Bein heilen. Ich muss auch, wir haben alle. Bess, du bist hier in guter Gesellschaft. Wir alle sind komplett zerbrochen. Ah. Heutzutage gibt es wirklich Magic. Ja, ja, voll, voll, voll. Heute gibt es wirklich Magic-Karten von Fallout. Habe ich sogar hier. Habe ich die hier noch irgendwo hier liegen? Vaktos just resubbed vor 6 Monaten. Oh, Slenderrex. Vielen, vielen Dank. Hossa dir auch. Ja. Wurde mir geschickt, netterweise. Da sind ein paar echt schöne Karten dabei. Ich finde die Artworks, die manche Karten bekommen haben, schon sehr schön. Wartet mal schnell, ich suche mal schnell. Hier, ich mag zum Beispiel den Meister gerne. Ich glaube, so ein schönes Artwork hat der Meister noch nie bekommen. Leider kann die Kamera nicht so gut scharf stellen. Jetzt geht's. Ich habe mir übrigens eine neue Kamera bestellt. Ab nächste Woche funktioniert das alles hier viel besser. Frank Horrigan, auch sehr schön, finde ich, ne? Coole Karten. Mag ich gerne. Leider spiele ich kein Magic. Ich habe es nie gespielt. Ich kenne nicht mal die Regeln wirklich. Und ich wüsste auch nicht, mit wem ich spielen könnte. Aber ich freue mich irgendwie trotzdem über die Karten. Die sind schon nice to have. Na, rein mit euch. Spielt von euch jemand Magic? Oder hat mal Magic gespielt? Ich habe ehrlich gesagt, wenn es um so Sammelkarten geht, nur Yu-Gi-Oh! Gespielt. Oh, und Pokémon. Stimmt. Pokémon und Yu-Gi-Oh! Ich hatte auch viele Yu-Gi-Oh! Karten. Ich habe die ganzen Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten mal wieder ausgegraben, aber leider habe ich keine sehr wertvolle. Ich glaube, die wertvollsten, so Glurak und so weiter, sind keine besonderen Editionen und sind irgendwie auch nur... weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe mal geguckt, 20, 30 Euro ist, glaube ich, meine teuerste Pokémon-Karte wert. Ich habe tatsächlich alle 150 Pokémon-Karten. Die ersten Pokémon, aber halt nicht sehr speziell. Yu-Gi-Oh! Hatte ich auch. Yu-Gi-Oh! Habe ich auch mal geguckt. Da habe ich sogar eine Karte, die dürfte wenigstens ein paar hundert Euro wert sein. Aber ich glaube, das Wertvollste, das ich wirklich an so Sammeldingern habe, aber der ist, glaube ich, noch irgendwo in der Kiste verstaut, ist ein Amiibo tatsächlich. Ich habe mir nämlich witzigerweise, zu der Zeit, als ich noch Amiibos gesammelt habe, mache ich ja mittlerweile auch nicht mehr, habe ich mir auf Amazon einen japanischen Monster Hunter Amiibo bestellt. So ein Männchen auf so einem großen Drachen, Monster Hunter Stories. Ich kenne Monster Hunter Stories nicht mal, aber ich habe mir gedacht, ach komm, der kostet nur irgendwie 3,99 oder so. Die wollten den echt verscherbeln. Den bestelle ich jetzt mal mit. Und der ist jetzt irgendwie, glaube ich, 300, 400 Euro wert aktuell. Ich kenne nur Autoquartett. Ja, Autoquartett hatte ich früher auch viele dabei. Dabei interessiere ich mich für Autos wirklich überhaupt nicht, aber... Autoquartett war schon immer cool. Oder auch Flugzeugquartett und Bootquartett. Überhaupt so diese ganzen Quartettkarten fand ich großartig. Bionicles im Keller. Mh, die sind recht wertvoll.
Oh, ich finde es so schade. Ich hatte so viel Spielzeug, das heute, glaube ich, wirklich was wert wäre teilweise. He-Man zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, so Original-He-Man-Figuren oder Mask oder sowas. Das wäre teilweise, glaube ich, schon echt was wert, ne? In gutem Zustand. Star Wars. Ja, voll die Star Wars-Figuren. Jurassic Park. Ich weiß nicht, ob Jurassic Park-Figuren was wert sind. Aber ja, mein Gott. Aber man hat es halt natürlich... die sind ja auch zum Spielen da. Die haben natürlich nicht überlebt. Okay, schön, dass du zurückgekehrt bist. Ich nehme an, du hast die Nachricht überbracht. Wie war die Reaktion? Die Reaktion war sehr positiv. Die Stadt Modok möchte eine Handelsroute mit euch etablieren. Oh, das ist ja mal nice. Du bist hier jederzeit willkommen. Danke für deine Dienste. Ich habe noch eine Belohnung für dich. Uyga gibt mir ein Assault Rifle. Oh, danke. Das ist nett. Danke. Können wir noch handeln? Aber der hätte tatsächlich auch interessante Waffen. Aber gut, wir haben einen Assault Rifle bekommen. Das ist ja schön. Meine Schwester hat ganz viele Sachen vom Barbie. Da habe ich nicht schlecht gelaunt, was die wert sind. Gestaunt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Hi, dich. Oh, könnt ihr euch noch erinnern? So wirklich in meiner frühen Jugend war Sticker sammeln ein großes Ding. Ich weiß nicht, ob das nur so lokal bei uns so war oder ob das weiter verbreitet war, aber da hatte jeder ein Stickeralbum. Also jetzt nicht irgendwie so Panini-Heftchen, sondern einfach nur so ein Stickeralbum mit so Seiten, wo man Sticker auch wieder lösen und wieder draufkleben kann. Und dann wurden am Schulhof immer Sticker getauscht. Und dann gab es die Filzsticker, die so ein bisschen flauschig waren, und Glitzersticker und welche, die komisch reflektiert haben, und wir alle hatten die fanciesten Sticker und haben die durchgetauscht. Das war irgendwie ziemlich cool. Stickerzeit hatte ich auch. Ja, das war aber auch schön irgendwie. Das mochte ich. So, also, Wick, ich habe gute Nachrichten für dich. Jetzt schauen wir mal. Eine AK mit 5 mm. Der hat mir auch gleich Munition dazugegeben. Das ist nett. Dann, Vic, kriegst du jetzt einen Assault Rifle. Was sagst du dazu? Jetzt müssen wir wirklich irgendwie einen Arzt finden, der ihn retten kann. Da du aber eh überhaupt keinen Nahkampf benutzt, gib mir mal die beiden wieder, die verscherbeln wir bei nächster Gelegenheit. Ja, das war anscheinend ein Ding, ne? Das war nicht nur bei uns so. Stickerheft mit und ohne Filz, Prilblume und viel mehr. Das wäre echt, das hätte ich gern wieder. Ich weiß nicht, wo das hingekommen ist. Aber mein altes Stickerheft würde mich mal interessieren, muss ich sagen. Ach so, aber warte mal, was ist denn jetzt mit Billy? Was ist? Ich bin eigentlich wegen dem Kind nochmal hergekommen, verdammt. Können wir jetzt vielleicht mal... Ich gehe mal nochmal hoch zum Wasser und rede nochmal mit dem. Irgendwie funktioniert die Billy-Quest nicht. Ich habe sein Gewehr, ich habe ihn gefunden, ich weiß, wo seine Eltern sind, aber sein Vater redet nicht mit mir drüber, dass er überhaupt verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist mein Problem. Wahrscheinlich fehlt mir Charisma oder so. Kennt ihr noch jemand Chupa Chups Caps? Oh ja, warte, das kommt mir sehr bekannt vor. Lass mich das mal ganz kurz googeln. Da waren irgendwelche weirden Figuren oder sowas drauf, oder? Das waren so... Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch geschrieben. Deswegen werden mir nichts angezeigt. Aber ich kann mich erinnern... Da waren irgendwie so komische Sammel... Nicht-Kärtchen, wie so Buttons oder sowas, ne? So runde Dinger. Kann ich mich auf jeden Fall erinnern, hatte ich auch ein paar, aber nie wirklich gesammelt. Diese Rewe WWF, also der Tierschutzverein-Sticker, das weiß ich nicht mehr, ne? Stranger! Johnny!
Johnny, ich würde dich gern wieder nach Hause bringen. Naja, keine Ahnung, dann bringen wir Johnny halt nicht nach Hause. Dem geht's anscheinend gut hier mit den Kindern am Wasserloch. Soll er halt hier bleiben. Ich würde es gern den Eltern sagen, aber ja, keine Ahnung. Johnny ist jetzt an einem besseren Ort. Ich gehe jetzt zu denen hin und sage, hey, Johnny ist jetzt an einem besseren Ort. Ich meine, die verhungern gerade in Modok, ne? Insofern ist er wirklich an einem besseren Ort. Ist nicht gelogen. Und Schleim, oder? Schleim. Das war auch eine weirde Phase. Irgendwie gab es in meiner Kindheit so eine Phase, wo Schleim voll der Shit war. Es gab dann plötzlich wie so Knetmasse, so Schleim aus dem Becher. Einfach nur Schleim. Einfach nur Schleim. Und irgendwie Spielzeug, das mit Schleim interagiert hat. Autos, die Schleim rausbrühen können. Alle möglichen Konstellationen von Schleim. Selbst klebender Schleim. Schleim, der irgendwie besonders dick und klebrig war. Und anderer, es war einfach weird. Das war ein komisches Marketing-Ding, oder? Schleim. Knete verstehe ich ja noch. Mit Knete konnte man coole Sachen machen. Und am Ende hatte man immer einen harten, vertrockneten, braunen Klumpen. Aber bis dahin war Knete ja ziemlich cool. Aber Schleim? Finde ich mega weird. Warum Schleim? So kann ich jetzt nochmal vielleicht doch mit seinen... Ich versuche jetzt nochmal seine Eltern drauf anzusprechen. Schleimabdrücke auf der Tapete. Was haben die Eltern getobt? Ich kann mich eben auch noch an so, ich glaube, so Matchbox-Autos erinnern, die wie Monster ausgesehen haben. Und die hatten auch so Schleimspuckfunktionen und so Zeugs. Weird, mega weird. Genau, ich kann ihn nämlich darauf ansprechen, was mit ihm los ist, aber dann sagt er, ich soll mich nicht in andere Angelegenheiten einmischen. Ich kann ihn nach dem Geg fragen, da kann er mir auch nicht helfen. Ja, okay, keine Ahnung, dann machen wir die Quest nicht, dann wird wohl Timmy für immer. Und eigentlich der Hund, wo ist denn der Hund? Eigentlich müsste der Hund nämlich auf mich reagieren, tut er aber nicht. Ja gut, jetzt könnte ich mal versuchen, dass ich das Gewehr vielleicht den irgendwie zeige. Aber ich glaube, auch das wird nicht funktionieren. Ich rede mal mit dem, während ich das Gewehr habe. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht erschieße. Versehentlich. Das wäre ein bisschen doof. Ach so, warte mal. Ich muss mal kurz in die Kampfkontrolle gehen, damit er überhaupt seine beste Waffe ausrüstet, oder? Yes! Assault Rifle Vic ist am Start. Wir müssen so dringend zu einem Arzt. Ich bin mir sicher, in Wall City gibt es einen guten Arzt. Habt ihr einen Arzt hier in der Stadt? Das wäre mal gut. Ich krieg $300, wenn ich ihm das verkaufe. Wisst ihr was? Das ist ein Deal. Ich verkaufe ihm jetzt das Gewehr von seinem Sohn. Aber scheinbar kann ich mit der Quest sonst eh nichts machen. Die ist leider viel zu teuer. Ich könnte Vic jetzt eine normale Lederrüstung kaufen dafür. Oder aber, und das erscheint mir viel sinnvoller, gib mir die Kohlen. Was ist mit den Kohlen? Habe ich noch eine Kleinigkeit hier? Ich pack noch einfach, das ist jetzt voll blöd, aber... Warte mal. Hä? Achso, ich habe es verkehrt rum gemacht. Ach, dann passt schon, dann schenke ich dir den Rest. Alles gut. Fingerskateboard. Hatte ich auch nie. Und dann kamen die Hacky Sacks. Aber da war ich schon ein bisschen älter. Hello bzw. Bye Kitty. Bye Kitty kenne ich nicht. Ich kenne nur Hello Kitty. Das war auch eine Riesenmarke. Ist Hello Kitty immer noch so eine Riesenmarke? Wherever you are.
You are here. Dankeschön für die Bits, The Slenderex. Sehr nett von dir. Nanu, wo sind wir denn jetzt gelandet? Moonshiners. Ach, guck mal, hier, na, sag's mir. Leute, die Schnaps brauen. Schwarzschnaps. Schwarzbrenner, genau. Und alle sagen, Bakka, Bakka, Bakka. Verstehe. Ist das ein Inside-Joke? Ich verstehe es nicht. Warum stehen da 100 Schnapsbrenner um mich rum, die alle Bakka, Bakka, Bakka sagen? Wir verkaufen nur Schnaps der besten Qualität. Ja, schauen wir mal. Bakka, Bakka, Bakka. Bier. Der sagt, die verkaufen Schnaps der besten Qualität und dann ist alles, was er im Angebot hat, Bier. By Kitty ist die Emo-Version von Hello Kitty. Ah, okay, okay, okay. Bakka, Bakka. Na dann noch schönes Bakka, Bakka euch allen. Aber wir gehen mal weiter nach Walled City. Ich hatte ganz viel so Ninja-Turtle-Spielzeug, weil ich ein großer Turtles-Fan war. Und da gab's so... Also ich habe aus irgendeinem Grund super gerne gespielt, dass meine Turtles oder irgendwelche anderen Figuren eingefroren werden und dann in der Zukunft aufwachen. Und ich habe die dann wirklich immer in so Wasserschüsseln gelegt und in den Gefrierschrank gepackt und einfrieren lassen. Und dann habe ich die quasi einfach so mit einem Messer oder Gabel oder Hammer oder so wieder rausgeschlagen. Irgendwie fand ich das total lustig. Und da gab es so ein Rocksteady und so ein Bebop im Roboter-Design. Und die habe ich dann mal eingefroren und dann haben die ihre komplette Farbe verloren. Die haben ihre, ich weiß nicht, Lackierung oder was es war, ist dann abgebröselt. Und dann waren die einfach komplett weiß. Aber das war irgendwie auch cool. Aber ja, also, was sehen wir hier? Eine Gruppe von Sklaventreibern und Hunde. Kämpfen die jetzt gegeneinander oder was ist los? Ich gehe da mal rein. Oh mein Gott, ich hätte nicht reingehen sollen. Aber sind jetzt die Hunde in meinem Team? Oh, guck mal, da ist sogar ein richtiges Haus und so. Aber Sulik hat jetzt schon ganz schön was abbekommen. Oh, der hat aber auf mich gezielt. Sulik wurde versehentlich getroffen. Der wollte mich treffen. Ja, ich glaube, wir müssen einfach ganz schnell weglaufen. Es war eine blöde Idee, hierher zu kommen. Ich befürchte, die wollen uns verkaufen, Sulik. Wir sollten nicht gehen. Aber für Wick interessiert sich irgendwie niemand, ne? Oh mein Gott. Ich muss mal schnell speichern, dass hier niemand stirbt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe, nämlich. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie lebend rauskommen, auch Sulik. Die Hunde machen irgendwie gar nichts, ne? Die stehen am Lagerfeuer. Okay. Sieht gut aus. Ich speichere lieber nochmal kurz, aber ich glaube, wir kommen hier raus. Sulik hat nur ein paar Kratzer abbekommen. Oh, Tamagotchi, ja. Tamagotchi. Tamagotchi war der Shit. Der virtuelle oder digitale oder Roboter-Haustiermarkt hat sich bis jetzt auch nicht sehr viel weiterentwickelt seit Tamagotchi, ne? Eigentlich voll komisch. Ich meine, es gibt so Robo-Puppies, aber interessieren die irgendwen? Ich weiß es nicht. Mich nicht. Ich hab ein Fleisch- und Blut-Puppy. Ich meine, Robo-Puppies sind wahrscheinlich sehr viel unkomplizierter, aber auch sehr viel... Weiß ich nicht, Digga. Was machst du denn hier vor Bunkerstadt? Was machst du denn hier vor Bunkerstadt? Was machst du denn hier? Ja, ich hab's verstanden. Okay, danke fürs Gespräch. Tschüss. Okay. Reden wir mal mit Wallace. Moment, darf ich einfach reingehen? Ist das okay?
In die Vorstadt dürfen wir, glaube ich, noch, ne? Oh, mit Wall City will man sich nicht anlegen, ne? Die Verteidigungsanlagen, die haben, die sind schon ein bisschen fancy. Alle paar Meter so ein Geschützturm. Die haben auf Tower Defense geskillt. Na gut. Los, weiter! Okay, ich gehe ja schon. Ist hier ein Arzt anwesend, zufällig? Das wäre schön. Nanu, ist hier niemand? Hallo? Ich glaube, hier sollte jemand sein. Ich speichere mal schnell, weil eventuell werde ich denen alle jetzt mal die Bude ausräumen. Und man weiß immer nie, manchmal beschweren sich dann doch Leute. Ist verschlossen. Ich versuche mal, ob ich das Schloss knacken kann. Du. Hä? Ich habe überhaupt keine Meldung bekommen. Nee, okay, wir sind zu schlecht im Schloss knacken. Wir können gar nichts. Schade eigentlich. Ich versuche mal, ob ich da meinen Wissenschaftsskill benutzen kann. Leider nicht. Naja, okay. Dann schauen wir uns ein bisschen um. Weißt du was? Ich glaube, wir sollten mal warten, bis es Tag wird, ne? Weil sonst hat das Begrüßungsbüro hier gar nicht offen. Ah, guck mal. Ist das nicht ein Arzt? Ist das nicht zufällig ein Doktor? Ach so, eher die Klinik, oder? Da ist Dr. Andrew. Naja, dann. Okay. Bist du hier, um zusammengeflickt zu werden? Also, mein Freund hier könnte tatsächlich ein bisschen medizinische Hilfe brauchen. Okay, ich sag dir was. 450 Buck für $450 für euch alle miteinander. Okay. Schon teuer, ne? Oh. Torben 85 ist jetzt ein Bird Rider. Vielen, vielen, vielen Dank, Torben. Das ist wirklich sehr nett von dir. 450 Bucks, das ist die Hälfte von allem, was ich habe. Ey, immer, weißt du, kaum habe ich mal wieder ein Tausender zusammen, ist wieder irgendwas und das Spiel nimmt mir alles weg. Aber ja, hilft nix. Okay, ich werf nur den alten Doktor hier drüben an. Leg dich hin. Ich zieh die Gurte schon mal straff und die Sicherheitsklammern. So, alles repariert. Wusste doch, dass der alte Doktor immer noch ein bisschen Leben in sich hat. Danke, es gibt noch was anderes, das ich gerne mit dir besprechen würde. Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Ja, das hier ist ein Körper, der Körpershop, ja, von Wall City. Ich und der alte Doktor im hinten flicken hier die zusammen, die es am nötigsten brauchen. Der alte Doktor? Ja, der Autodoktor im Hinterraum. Ich habe mir den auch von der Stadt ausgeliehen. Er ist manchmal ein bisschen speziell, aber meistens macht er seinen Job eigentlich ganz gut. Meistens. Okay. Dann Dankeschön, Doktor. Da hinten ist der Autodoc. Hey, danke für die Bits, Just Smitty. War im Resi 2 Original eine Chocha-Cola-Automat oder heißt das Coca-Cola? Denn Chocha-Cola gibt es als Getränk in Stardew Valley. Das war schon ein Chocha-Cola-Automat. Man kann das tatsächlich sehr schlecht lesen, aber ich glaube, das war ein Chocha-Cola-Automat. Der wurde aber dann entfernt, weil ne, Coca-Cola gesagt hat, Moment mal! Die Coca-Cola-Anwälte haben gesagt, Moment mal! Und dann, ja. Aber ich glaube, das hieß Chocha-Cola. Warte mal, wie bin ich da reingekommen? Ach, da ist an der Seite noch eine Tür. Okay, dann traden wir mal mit dem alten Happy Trader. Ich möchte mal traden.
Warum konnten Sie das bei Fallout mit Nuka-Cola? Also Nuka-Cola ist vom Namen her scheinbar weit genug weg, dass das kein Problem für Coca-Cola war. Aber vor allem musste auch Bethesda die Flaschenform der Nuka-Cola ändern. Deswegen sind die in Fallout 4, sehen die wie kleine Raketen aus, weil die Fallout 3-Form war auch zu nah an der Cola-Flasche. Das hat Coca-Cola nicht gefallen. Die sind da sehr dahinter. Metallrüstung. Die ist so teuer. Aber ich hätte sie wirklich gerne. Verdammt nochmal. Ich hätte gern all die Rüstungen, Mensch. Quack dir auch. Dankeschön, Mega Adam. Für 30 Quack-Bits. Du hast aber auch ein bisschen Kohle, oder? Ich hätte nämlich ein bisschen was, das ich verscherbeln könnte. Eigentlich nur den Speer, ehrlich gesagt. Naja, komm. Hunderter. Hunderter haben oder nicht haben. Bam. Hey, aber jetzt wartet mal. Ich muss mal kurz ins Inventar meiner Begleiter gucken. Ich glaube nämlich, Schulig benutzt nur Nahkampfwaffen irgendwie, ne? Warum benutzt er seine Pistole nicht? Die Munition stimmt doch. 10 mm. Verstehe ich nicht. Thank you. Ich danke dir, Slenderax, für die 100 Bits. Dankeschön. Ich gebe dem jetzt mal nochmal hier andere Munition. Aber ich verstehe nicht, warum er das nicht benutzen will. Aber ist okay. Auf jeden Fall hat er eigentlich noch genug Munition, dass ich auch die Munition verscherbeln könnte, die wir jetzt im Inventar haben, ne? Interessante Waffen. Interessant, aber nicht interessant genug. So, was wollte ich verscherbeln? Genau, die Munition, die ich habe. Die hier. Und ehrlich gesagt, die hier auch. Aber zu viel Kohle hat er gar nicht. Nee, dann nehmen wir mal noch die 150 mit. Okay. Okay, cool. Guter Tausch. Großvater Knochen mag keine Donnerstöcke, aber er kann eigentlich mit Kleinwaffen kämpfen. Slenderax, ich muss so viel rausschneiden. Verdammt nochmal. Nee, tatsächlich funktioniert das meistens relativ gut, wenn ich drüber rede, so wie ich es jetzt mache. Dann erkennt das der YouTube-Autofilter-Dingens nicht so. Okay. Moment mal. Der Doktor hat gesagt, dass der uns alle für 450 Kronkorken flickt. Und jetzt guckt euch das an, ich bin immer noch verletzt. Ich habe immer noch einen gebrochenen rechten Arm. Was soll denn das jetzt? Okay, ich sehe einen uralt aussehenden Autodock. Überall hängen Kabel raus und er strahlt ziemlich viel Hitze ab. Ich kann den wahrscheinlich leider nicht reparieren, aber ich kann mal meinen Wissenschaftsskill benutzen vielleicht. Okay, dieser Autodock sieht so aus, als müsste er dringend repariert werden. Der wurde schon seit Jahrzehnten nicht mehr überholt. Vic, kannst du den reparieren? Oh, warte mal, ich habe ihn tatsächlich repariert. Der Schaden war gar nicht so schlimm, wie es ausgesehen hat. Die Kabel mussten nur ausgetauscht werden und das Diagnoseboard musste gesäubert werden. Kein Problem. 100 Erfahrungspunkte. Nice. Kannst du mich jetzt dafür kostenlos heilen, bitte? Der Algorithmus ist schuld, nicht ich. Ja, das stimmt. Ich habe es gesehen, dass der zweite random war. Was ist das gleich nochmal? Der alte Doktor. Ah ja, jetzt kann ich sagen. Ja, ich habe ein paar Kabel ausgetauscht und ihn sauber gemacht. Und jetzt sollte er keine Probleme mehr machen. Dank dir vielmals. Das ist sehr nett von dir, dass du den freiwillig repariert hast. Ich mag das. Oder so. Naja, weißt du, es war jetzt nicht ganz einfach so aus Gutmütigkeit heraus. So ein bisschen Gegenleistung wäre schon auch nett.
Verdammt nochmal, nein. Ich habe dich nicht gefragt, das Ding zu reparieren. Deswegen kriegst du auch nichts dafür. Ja, es ist okay. Naja. Bitteschön. Ich brauche bitte trotzdem medizinische Attention. Dankeschön für die Bits, Smithy. Hätte es erwähnenswert gefunden in deinem Resident Evil 2 Faktenvideo, das in Stardew Valley Chucha-Cola als Getränk. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Da muss ich mal gucken, ob das wirklich eine Referenz an Resident Evil ist. Ob das wirklich genauso geschrieben ist. Das könnte schon sein, aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 150 Bucks. Naja, es geht ja noch. Wie wär's mit 50? Na gut, okay. Hört sich fair an. Machen wir's. Okay, cool. Na, $50 ist okay für eine Reparatur. Wusste doch, der alte Doktor lässt mich nicht hängen. Dankeschön. Okay, speichern wir mal. Wir sind endlich wieder fit und fröhlich und fruchtig. Oh, danke für die Bits, Silent Bob. Wir haben 50% Hype Train. Oh Gott, aber nur noch 5 Sekunden. Das wird knapp. Gleich geschrieben, aber vermutlich keine direkte Referenz. Na, wenn es wirklich gleich geschrieben ist, könnte ich es mir schon vorstellen, dass es eine direkte Referenz ist. Aber könnte auch Zufall sein, ne? Das weiß man natürlich nicht. Okay, wir waren shoppen, wir waren beim Arzt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt gehen wir mal noch in den... eins weiter, aber in die Stadt lassen sie uns noch nicht. Sind eigentlich Sunset, Sasha, Perilla und Wim an echte Getränke angelehnt? Also wenn man sich so die Lore von Wim anguckt, dann ist wahrscheinlich Wim so ein bisschen stellvertretend für Pepsi, beziehungsweise auch einfach andere Softdrinks so allgemein, weil Coca-Cola eben wirklich anscheinend in der Vergangenheit eine extrem aggressive Politik gegen Konkurrenz gefahren ist. Ähnlich wie Microsoft oder sowas. Also wirklich mit Firmensabotage und so Zeug. Also hört man so, ne? Keine Ahnung. Und ich glaube, Wim sollte im Endeffekt einfach nur so die Konkurrenzfirma sein, die namenlose im Grunde, oder ne, stellvertretend halt, namenlos ist ja nicht, damit man die Geschichte von Coca-Cola so ein bisschen nacherzählen kann in der Fallout-Welt. Oh, hallo. Es ist schon nach 18 Uhr. Zeit, dass du wieder zum Vorhof zurückgehst. Okay, alles klar. Ich werde dafür sorgen, dass du gesund und munter auf dem Vorhof ankommst. Los, auf geht's. Okay, los geht's. Ja, okay, wir müssen mal ein bisschen hier warten. Warten wir mal bis 8 Uhr morgens oder so. Dann können wir auch mal in die Empfangshalle gehen. Ja, aber ich glaube, mit Wick und einem Assault Rifle sind wir jetzt schon ein bisschen mächtiger insgesamt. Wenn ich jetzt noch eine schwere Waffe kriegen würde, ey, wir könnten richtig austeilen. Da ist immer noch niemand. Ich warte jetzt mal nochmal kurz. Wartet mal. Warten wir halt mal nochmal eine Stunde. Warten wir bis Mittag. Wenn Mittag keiner da ist, wahrscheinlich macht die jetzt Mittagspause. Ah, okay, dann halt nicht. In der Bar waren wir noch gar nicht, ne? Da können wir mal noch reingehen. Hi Curtis, ich habe meinen Freund verloren, während ich am Hof gespielt habe. Sein Name ist Mr. Nixon. Okay. Heutzutage kann man sich kaum noch einen Tagesausweis leisten. Da, Cassidy. Well now, I ain't seen you around before, stranger. Name's Cassidy. I run this place. What can I do for you? Der wurde auch komplett neu gemacht, ne? Crazy. Naja, ich möchte eigentlich zur Vault. Vault? Only vault I know of is the one inside the city. Big friggin' hole. You can't miss it, trust me. Okay, gibt's irgendwas Interessantes hier in der Gegend? Interesting. Friend, Vault City ain't an interesting place. Unless the guards get bored. Die haben dem nicht nur einen Talking Head gegeben, sondern auch komplett synchronisiert. Hey, wenn die das mit allen Begleitern gemacht hätten, die keinen Talking Head haben, wie Vic auch oder so, wie awesome wäre das denn? Aber ist trotzdem cool.
Es wären ja ursprünglich auch viel mehr Talking Heads auch für Fallout 1 schon geplant gewesen, aber die haben massiv unterschätzt, wie viel Aufwand das ist. Ja, es ist wirklich immer wieder witzig, ne? Weil heute sieht das nicht mehr nach viel aus, so ein Talking Head, aber damals war das technisch und auch optisch total aufwendig und beeindruckend. Na gut. Lass uns mal handeln, Cassidy. Hat nicht wirklich was Interessantes. Kann sich nicht mal die Munition leisten. Ach doch, okay, weißt du was, gib mir 50. Bam. Haben wir die Arztkosten auch wieder drin. So schlimm kann es hier doch auch wieder nicht sein. Oh, really? Well, hell then, I must be mistaken, considering you're the authority and all. Guess you must have been napping during the raid last week. Was denn für ein Raid? Oh, yeah. A beautiful sight it was. A guard patrol broke in here looking for illegal substances. They busted down the door, busted up my stock, and then busted up a few of my customers, too. Okay, also falls ihr nicht Englisch könnt, es hat einen Überfall gegeben und die Patrouillen haben nach illegalen Substanzen gesucht und haben einige seiner Kundschaft gefangen genommen. Und was ist dann passiert? After they hauled away this one guy, Joshua, for resisting arrest, they fined my ass for finding, get this, real whiskey on the premises. Never mind that I got a permit from Stark 3 months before. Bastards. Okay, sie haben Joshua, einen Kunden von ihm, eingesperrt, weil er sich angeblich der Verhaftung widersetzt hat und weil sie bei ihm echten Whisky gefunden haben, haben sie ihm auch noch eine Strafe zahlen lassen. Wow, im Ernst? Oh, it gets better. Now I'm in debt to the guards for the fine and I had to buy a new case of alcohol from a merchant at triple my standard rate. I'm expecting the guards to come knocking again soon, just to bust my chops. Ja, und jetzt hat er Schulden bei den Wachen und er musste auch noch für die letzte Alkohollieferung das Dreifache zahlen. Also es ist finanziell gerade alles nicht so geil. Wie ist es hier so die meiste Zeit? Even the good days ain't worth the damn. The citizens don't drink much, so I'm stuck here pouring drinks for merchants. The next cheap son of a bitch haggles for a drink is gonna be wearing his ass as a hat. Ja, okay, es ist auch, wenn es gut läuft, ist es scheiße. Die meisten trinken sowieso nicht und die Händler wollen die ganze Zeit falschen. Warum bist du eigentlich hier, wenn du es so sehr hasst? I have a bad heart. Need cardio booster shots to keep it beating. This city is the only place to get real medical care, so I thought I'd settle here, try and make a living. Ja, er hat ein schlechtes Herz, er braucht regelmäßig Cardio Booster, die kriegt er nur hier in der Stadt. Ja, du hörst dich aber trotzdem ganz schön angefressen an von diesem Ort hier. Makes me want to close up shop and let this city rot. Screw them all. Am liebsten würde er den Shop schließen und einfach hier abhauen. Die können ihn alle mal. Warum haust du da nicht einfach ab? Go into the waste by myself? I'm sick of this place, but I ain't stupid. Ja, alleine will er nicht ins Wasteland gehen. Er hat zwar echt keinen Bock mehr auf Vault City, aber so dämlich ist er auch wieder nicht. Ja, also ich gehe jetzt bald wieder raus, ne? Komm doch einfach mit mir. You serious? Klar, warum zur Hölle kommst du eigentlich nicht mit? Du siehst aus, als wüsstest du, wie man auf sich selbst aufpasst in einem Kampf. Alright, count me in. Ah, dann, let's go. Das war ja leicht. What's up? You got that I'm pulling rank look again. So, er bringt auch seine eigene Schrotflinte mit und seinen eigenen Schnaps. Sehr gut. Und er hat auch ein paar, gib mir mal deine paar Kronkorken. Nein, nein, ich nehme dir das nicht weg. Ich verwalte nur die Finanzen im Team, verstehst du? Da profitieren wir alle davon. So. Dankeschön, Mr. Robert. Mr. Unterstrich Robot 87. Steht da? Resubt vor 68 Steht Monaten. Da 68 Monate? 68 Monate? Dankeschön. Das ist ja... Lange! Danke, das ist wirklich sehr nett von dir. Freut mich, dass du so lange noch hier bist. Oder schon, besser gesagt. Kampfkontrolle.
abgesägte Schrotflinte und Leder. Der bringt auch seine eigene Lederrüstung mit. Das ist schon awesome. Just Smithy, dankeschön. Für die Bits nochmal. Wenn ich könnte, würde ich dir gerne so viele Bits spenden, damit du mal Shadow of the Colossus für die PS4 kaufen und streamen kannst. Ich habe Shadow of the Colossus sogar, aber ich habe tatsächlich nicht vor, das zu streamen. Moment mal, habe ich das nicht? Guck mal, ob es nicht ein Shadow of the Colossus uraltes Let's Play oder sowas gibt. Viel zu alt für in die Augen. Viel zu alt für ist auch schon wahrscheinlich seit 68 Monaten da, ne? Wenn es reicht. Habe ich Shadow of the Colossus mal gestreamt oder habe ich das privat gespielt? Ich kann mich nicht mehr erinnern oder ein Let's Play gemacht. Wenn, dann sind die uralt und müsste noch auf meinem Hauptkanal sein, nicht auf dem Let's Play-Kanal. Den gab es da noch nicht. Genau. Dank dem Restoration-Mod, den ich installiert habe, hat der jetzt einen Talking Head bekommen. Normalerweise hat der keinen. Ist halt ein Begleiter. Jetzt sind wir schon zu viert. Und Cassidy ist schon ziemlich krass auch. Also jetzt, glaube ich, können wir schön langsam ernsthaft kämpfen. Ich noch nicht, aber die drei, die können jetzt, glaube ich, schon ganz gut kämpfen. Und ich kann ein bisschen helfen. Und wenn wir dann tatsächlich mal... Gibt es, sagt Just Smithy. Na guck, perfekt. Dann ist dein Wunsch erfüllt. wenn ich mal eine schwere Waffe noch kriege, dann ist aber hier Feierabend. Aber irgendwie eine Sache funktioniert noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Nämlich die Gewaltdarstellung, ne? Die ist auf maximal gestellt und wir haben ja sogar den Bloody Mess Perk. Eigentlich sollten alle Leute immer sofort explodieren. Und bisher ist noch niemand explodiert und das kommt mir sehr komisch vor. Aber ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, dass ich jetzt irgendwie dran rumdoktern würde nochmal. Never rain, change a running system und so, ne? Gehen wir mal nochmal hoch. Vorher hat es geheißen, wir sollen vor 18 Uhr wiederkommen. Jetzt ist es mittags. Schauen wir mal nochmal. Na komm. Dass die Wegfindung so limitiert ist, ist manchmal nervig. Okay. Gehen wir mal hier rein. Hallo. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu Customs. Ach, die Tür war schon offen. Dammit. Okay, jetzt aber. Hallo. Schau mal, Außenseiter. Wenn du Geschäfte hast, dann geh zu Wallace da hinten, okay? Er gibt dir alle Formulare, die du brauchst. Na gut, was ist das hier für ein Ort? Das hier ist das Customs Office. So wie das Schild draußen sagt. Wenn du Customs Business hast, wenn du kein Custom Business hast, dann was machst du hier eigentlich? Ich wollte eigentlich mal in die Vault gucken. Die Vault? Die ist in der Stadt. Willst du durch das Tor? Ja. Na gut, du kannst mal den Boss sehen, Wallace, und versuchen, eine Genehmigung zu bekommen, um reinzukommen. Aber wahrscheinlich verschwendest du deine Zeit. Er lässt nie jemanden rein. Natürlich gibt es auch andere Wege. Was denn für andere Wege? Naja, hast du ein bisschen Geld? Dann hab ich Details. Ansonsten, naja, vielleicht ein andermal. Reden wir erstmal mit Wallace. Hallo, Wallace. Hallo, Reisender. Willkommen in Wall City. Kann ich dir irgendwie helfen? Wer bist du? Ich bin Wallace. William Wallace. Freiheit! Ich bin hier im Customer Service von Wall City. Ich kümmere mich um die, die gerne Geschäfte in den großen Mauern der Stadt machen wollen. Ich würde gerne in die Stadt kommen. Na gut, wenn du in die Stadt willst, dann brauchst du einen sehr guten Grund. Nur Vault-Einwohner haben das Recht, in die Stadt zu kommen und zu gehen, wie sie wollen. Alle anderen brauchen einen Tagespass. Was ist ein Tagespass? Naja, die direkt mit Händlern zu tun haben,
oder die... Ach so, die, die direkt mit den Händlern oder den obersten Bürgern zu tun haben, bekommen einen Tagespass. Nur die mit Tagespass können in die Stadt. Es kommt mir ein bisschen vor wie die Akkreditationen bei der Gamescom. Das ist ungefähr genauso. Das ist ungefähr genauso aufwendig. Oh Gott. Okay. Dieses Jahr hat alles gut funktioniert. Aber vor 2 Jahren war das irgendwie ein Riesenscheiß. Sehr gut. Du hörst dich an wie die Person, nach der ich gesucht habe und mit der ich sprechen muss. Ach so, nee. Ich muss zufällig nämlich mit einem der obersten Bürger reden. Es ist dringend. Ja, natürlich. Jeder möchte gerne eine Audienz bei den obersten Bürgern, aber leider ist ihre Zeit sehr limitiert. Es sei denn, das Belangen ist von höchster Dringlichkeit. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass ich mit ihr spreche. Ich werde ein gutes Wort für dich einwerfen, wie effizient das Customs Office denn ist. Wenn du mir nicht helfen kannst, dann... Naja, ich habe nicht gesagt, dass ich dir nicht helfen kann. Es ist nur das... Naja, also was ist genau der Grund deines Besuchs? Ich suche nach dem Geg, um ein Dorf zu retten. Ein Geg? Das sagt mir überhaupt nichts. Und wenn es mir überhaupt nichts sagt, dann wird es der obersten Bürgerin auch nichts sagen. Das war also, warum du die oberste Bürgerin unbedingt sehen wolltest? Oder gibt es noch irgendetwas anderes? Naja, vielleicht reden wir später nochmal. Na gut, wisst ihr was? Screwball City. Wir haben hier gut eingekauft, wir haben uns geheilt, wir haben einen Roboter repariert. Wir kommen wieder, aber erstmal können wir vielleicht ein bisschen nördlich nochmal kurz gucken. Weil da gibt es ja auch noch ein interessantes Örtchen. Und ich würde jetzt tatsächlich gern mal in den Kampf verwickelt werden, weil ich gern mal unsere neue Kampfkraft des Teams ausprobieren würde noch. Weil ich glaube, die drei können jetzt schon ganz gut reinhauen, wenn sie sich nicht gegenseitig umbringen. Mal gucken, ich würde jetzt vielleicht mal ein bisschen um Gecko rumreisen, damit wir auch wirklich mal... Ah, guck, Zufallsbegegnung. Eine Karawane, die von Banditen überfallen wird. Perfekt, da mischen wir uns ein. Wer ist wer? Das sind die Banditen, okay. Ich ziehe mal mein Messerchen und gehe mal in Richtung Banditen. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Guck mal, die haben Schusswaffen. Da können wir sogar, wenn wir hier gewinnen, können wir hier, glaube ich, ganz gut looten. Wenn die es vielleicht sogar noch schaffen, ein, zwei Karawanenwachten zu töten oder sowas. Die werden... Karawanenwachen sind krass, ne? Mit denen sollte man sich echt nicht anlegen. Die hauen die Raider so weg hier. Meine Güte, die haben ja überhaupt keine Chance. Ich komme nicht mal mehr zum Angriff. Mein Gott! Die haben gerade ihren eigenen... Nein, die haben wieder versehentlich mich getroffen. Und wisst ihr, was das jetzt wieder bedeutet? Jetzt sind die aggro. Weil die versehentlich mich angreifen, sind jetzt wieder aggro. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt den Raidern helfen, sonst haben wir überhaupt keine Chance mehr. Aber hey, vielleicht sehen wir jetzt nochmal wenigstens schnell unsere Kampfkraft hier, bevor wir dann sterben. Boah, die hauen die so weg. Das ist schon geil. Aber Vic, ey. Vic, was geht? Warte mal. Hat Vic gerade... Ich glaube, Vic hat gerade 62 Schaden mit seinem Assault Rifle gemacht. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord hier im Team. Wir fangen jetzt gleich mit Crow Country an. Das ist, glaube ich, wirklich ein neuer Rekord hier im Team. Ich glaube, noch nie hat jemand so viel Schaden gemacht. Holy shit. Ja, aber wie ich schon befürchtet habe, greifen die jetzt mich auch an.
Das ist so dämlich, dass die Aggro auf mich kriegen, wenn die mich versehentlich treffen, während die versuchen, wen anderen zu treffen. Dann gelten wir ab dem Moment als Feinde. Das ist wirklich so dämlich. Jetzt haben sie Cassidy getötet. Mit denen ist halt nicht zu spaßen. Aber Vic haut so übel rein mit seinem Assault Rifle. Hey, wir haben gerade ungefähr... unsere Kampfkraft ist irgendwie von 3 auf over 9000 gestiegen. Ohne Scheiß. Richtig cool. Aber damit machen wir jetzt auch für heute Schluss, würde ich sagen. Wollte ich jetzt unbedingt heute nochmal machen. Wir haben jetzt ein cooles Team. Ich bin noch ziemlich nutzlos. Aber die anderen 3, die rocken ziemlich. Gefällt mir. Großer Fan. Ich speichere, wie man das früher so gemacht hat, auf 2 verschiedenen Safe-Slots natürlich, falls einer corrupted wird, was nie passiert, aber man weiß ja nie. Und dann machen wir jetzt kurz Pause. Ich muss eh dringend aufs Klo. Machen wir kurze Pinkelpause in 5 Minuten Crow Country hier. Bis gleich.